schlüpfrig. Und ein wenig retro geht es hier weiter, meine Damen und Herren, mit Leather Suit Larry, Wet Dreams, Don't Dry. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem, ich sag mal, modernisierten Machwerk der urzeitlichen Videospielgeschichte. Und egal wie retro dieses Spiel auch wirken mag, es ist ironisch aktuell. Auf den Punkt trifft es den Zeitgeist, aber ich verrate nicht zu viel, Leute. Ich verrate nicht zu viel, lasst uns loslegen. Wir sind nach wie vor hier in Lefty's Bar, da steht der gute, aber mittlerweile gealterte Mann mit einem Glasauge. Ich quatsche ihn nochmal an, denn gerade Dialoge. Ein Larry lebt von seinen lustigen Dialogen. Something I could do for you, Larry? Well. Was habe ich in Lost Wakes verpasst? So what I miss in Lost Wages. Lost Wages? Larry, you're in new Lost Wages. Huh. You must have really hit your head. Oh, das geht. Ich hätte gern zwei Bier. Was ist mit den Raketenrucksäcken? What about the jetpacks? They all blew up. Too bad. Gibt es inzwischen Sexroboter? They have sex robots. Die gab's schon in Larry 7. Nowadays we take pills to have an orgasm. What? I easy, Larry, easy. I'm just kidding. Even in the 21st century, we still have sex. There's no robots yet, though. Naja, aber es gibt Sexpuppen. Es gibt sogar Sexpuppenbordelle. Und das war's mit Family Friendly für dieses Video. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? What else can you tell me about this new world? Cat pictures are a new religion. Das ist so wahr, Leute, das ist so wahr. Kannst du mir noch mehr erzählen, mein Freund? What else can you tell me about this new world? Kids eat detergent to look cool. Nein, oh, wie aktuell, Leute, Mensch, liebe Entwickler aus dem Hause. Verdammt, ich habe den Tab geschlossen. Das habt ihr großartig gemacht. Allein diese Sprüche in den Dialogen. Das ist ganz großes Larry-Kino. Und ich will gerade nur die Pause überbrücken, bis ich den Tab wieder gefunden habe. In meinem Tab-Mülleimer. Hier, Shopseite besuchen. Crazy Bunch. Den Namen könnt ihr euch auf jeden Fall merken, Leute. Geile Dialoge. Wirklich Larry getroffen. Aktuellen Zeitgeist ironisch aufs Korn nehmen. Dass selbst ein Rockstar, naja, nicht alt aussieht, aber auf jeden Fall auf dem gleichen Niveau. Und naja, weiter geht's. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Du hast doch bestimmt noch den ein oder anderen Spruch für uns, Lefty. What else can you tell me about this new world? Nobody plays point-and-click adventure games anymore, but games with exploding candies and stuff instead. Ach so, ja, und vor allem, dass er den Sprecher, den Originalsprecher, zumindest in Englisch, von Larry auftreiben konnte. Top! Sehr schön. Bin ja mal sehr gespannt. Das werde ich nachher mal recherchieren. Was sagt Hello eigentlich zu diesem Larry? Was sagt er dazu? Ich glaube, ihr macht ihn alle Ehre. Was kannst du mir noch erzählen? What else can you tell me about this new world? Punk is dead. What else can you tell me about this new world? Some people think you have to pour a bucket of ice water over your head before you can donate money. Wow. What else can you tell me about this new world? The space shuttle and the Concorde are history now. What else can you tell me about this new world? People usually carry their computers in their pants pockets now. Ja, das stimmt. Wir haben alle unsere Computer in unserer Hosentasche. What else can you tell me about this new world? You know, your clothes are coming back into fashion. Genau, die Mode ist eigentlich eine Tonne, wenn sie voll ist, drehen wir um und fangen wieder von vorne an. What else can you tell me about this new world? Synthesizer music isn't as popular as it once was. Das halte ich für ein Gerücht. Ich höre mittlerweile so gut wie nur noch. Ich sag mal, 95% von meinem täglichen Musikbedarf wird gedeckt von Synthwave. Ist das wirklich so eine Nische? Ich glaube nicht. What else can you tell me about this new world? I think I've told you everything you need to know. What else can you tell me about Einmal this new noch. World? Sehr schön, wir haben alle Dialoge durch. Immer ganz wichtig.
Wir hätten vieles verpassen können, aber wir haben bis zum Ende durchgehalten. Ich hätte gern zwei Bier. I'd like two beers, please. One for Becky? Fine. She's one of those damned hipsters flooding the city these days. Calls herself an influencer. I used to put a sign outside saying we serve beer. Nowadays, I have to make sure that one of them influencers posts a photo of it on Insta-crap. Insta... okay. Here you go. Two barbarian brews. Brewed with a lot of love. Although the health department just doesn't seem to appreciate that. Sehr schön. Dann versuchen wir es mal put it on my mit cap. Becky. Good thing I still have yours from 1987. Sag doch, 87. Larry, tell me, did you just put those two beers in your jacket? Sure, that's what I always do, with everything. Isn't that allowed anymore? Never mind. Wir versuchen es noch einmal. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? What else can you tell me about this new world? I think I've okay, alles klar, wir sind wirklich durch. Hau rein, Lefty, hau rein. Was haben wir denn noch? Wo können wir noch interagieren? Haben wir. Was ist mit der Tüte da unten? Tatsächlich. Wir können uns alle Interaktionsspots anzeigen lassen. Und Leute, achtet mal auf das Detail. Jeder Gegenstand, den wir hier benutzen können, hat hier so eine GPS-Marke. Die sieht aus wie bei Google Maps zum Beispiel. Und alle sind scharf und hoch aufgelöst. Außer bei der Pixelbraut. Ne, seht ihr? Seht ihr die Kanten? Wie fransig und pixelig die sind? Es ist so, oh, so auf den Punkt geschliffen. Mensch. Ich glaube, wir haben das nächste Daedalic hier mit Crazy Bunch. Lefty's home-brewed beer. Smells like you could use it to remove toenails. Würzige Biere. Ich finde, ein Bier muss richtig herb sein. Meint er das vielleicht? Ich versuch's jetzt mal mit Becky, mit den Bieren, aber sie wird nichts trinken. So eine Frau trinkt nichts. Sie will wahrscheinlich einen Weizenkresse-Saft oder sowas haben. Damit kann ich leider nicht dienen. Inventar. Beeren. Nee, Barbarenbräu. Hey, I got your barbarian brew. Oh, that took you long enough. I had 12 new matches on Timber in that time. Cheers! Wait, I have to take some pictures first. 2 Minuten später. Man muss auch das richtige Bild treffen. Right. So, cheers? Wait, I still have to film the video story. 10 Minuten später. Ist doch Quatsch. Eine Instagram-Story geht nur maximal 15 Sekunden. When drinking, make sure that your lip gloss is freshly applied. Otherwise, it won't leave any of oh, noch ein Guide-Video hinterher. Because they're great for your... 5 Minuten später. Oh my god. And you can't even see through the beer. It's so dark. You have to be careful with your selfies. It's a challenge. Making it's sure it challenge. Doesn't block your shot. But people, I know you can do it. Oh man. And if you like the video, click on like and fave and thumbs up and star alles das gleiche. And heart and push down there and leave a comment. But only if you like it. Ja. And share the video on Instagram. Und der Link, der befindet sich in der Bio, ne? Das schreibe ich auch immer in meine Stories, um meine Let's Plays zu promoten. And don't forget to subscribe to my channel. Cheers? Cheers! Du musst noch deine Instagram-Partner bewerben. Not bad at all. Wie viele Likes? Wie viele Conversations? I think I'm gonna be sick. Liegt es am Bier? Wait, I wanna film you getting sick. Hashtag, Hashtag fail. No girls in the oh, future man. Seem to have stomachs made of steel. Or boah, liegt denn das jetzt bitte? Warum ist ihm denn so schlecht? My prayers have been answered.
Okay, schnell auf die Toilette, bevor hier ein Unglück passiert. Oh boy, this is gonna be close. Ich kann gerade nichts machen. Schnell auf die Toilette. Darn, locked. I bet Lefty's got a key. Ich glaube auch. Lefty, what's up? Wie er läuft. Meine Gedärme lösen sich gerade auf. My guts are dissolving. Ah, thanks. Let me put it this way. I need that damn bathroom key right now. Oh, okay. Here, be my guest. Okay, damit hätten wir den Toilettenschlüssel, den ich aber erstmal inspiziere. Wir haben ein leeres Bierglas. Guck's dir mal an. I've had enough of that stuff. Never again. Okay, wenn ich es mit links anklicke, was passiert dann? Okay, dann kann ich es benutzen, alles klar, wie ein Gegenstand in unserer Umgebung. Only trust your guess as far as you can throw the toilet key. Okay, wunderbar. Ach, das ist quasi noch Tutorial, wie man Gegenstände aus dem Inventar in der Umgebung benutzt. Smart! Sehr smart, Crazy Bunch. Sehr smart. Instagram-Barf mit einer GIF-Animation. Aber keiner liked's. Warum liked das keiner? Warum gibt's keine Kommentare? Wobei, Kommentare auf Insta. What is that? Am I hallucinating? Da ist ein Handy drunter. There's something in that crotch. Unser erstes Handy. Bitte. Bitte, aber du wirst da nicht reingreifen, oder? There's something in there. Ich liebe dieses Spiel. Adventure Time ist auf diesem Kanal wieder zurück, Leute. Adventure Time. I'm just not going to. Keine Sorge, Downfall wird noch beendet. Ich habe sogar noch eine Folge im Petto. I'm just not going to touch that. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal gucken. Vielleicht... Kombinieren wir erstmal die Sachen hier irgendwie miteinander. You could make a sticky fishing rod out of that, but the chewing gum is too dry and the shoelace is too short. Nothing any. Okay. Wir gucken uns erstmal hier um. Was haben wir hier? Eine Posterwand. Looks like there used to be a poster there. Das ist klebrig. Feels moist. Es ist feucht. Vielleicht können wir da den Kaugummi wieder feucht machen. Ich habe so Angst gehabt, Leute. Mal kurz stopp. Ich habe wirklich so Angst gehabt. Ich habe mir zur Vorbereitung hier auf die Aufnahme, ich gucke mal vorher, wo ich meine Kamera reinpacke, damit ich so wenig Spielelemente wie möglich verdecke. Aber ich habe so Angst gehabt, als ich ein Let's Play-Video gesehen hatte in Deutsch, dass das hier nichts wird, weil die Stimme von Ian McGregor ist großartig, ein toller Synchronsprecher, gute Arbeit, aber das ist nicht Larry. Die ist einfach mal viel zu cool gewesen, die Stimme. Aber im Englisch par excellence, genug, lasst uns weiterspielen. Lasst uns den Kaugummi wieder weich machen. That's fine, just the way it is. Okay, doch nicht. Vielleicht ein wenig mit dem Bierglas abschöpfen. Okay, da vielleicht die Posterwand. Besser nicht. Lasst uns weiter hier diese eklige Toilette inspizieren. Ein Besenstiel. Without a brush, our broom is just a piece of wood. Ja, aber vielleicht brauchst du dieses Stück Holz. Hardwood? I'm not gonna eat that. Den Besen, den frisst er nicht. Hm. Darts. Wir brauchen unbedingt das Telefon. Ist ja gut. Stopp. Rechtsklick zum Weglegen. Den Kaugummi auf den Stock. That doesn't help me. Nicht wirklich. Da ist noch ein Pflaster. The toilet has a boo-boo. Die Toilette hat ein Wehwehchen. Ih, das ist so eklig. Die Hälfte der Gegenstände hier
Alle Gegenstände sind eklig, außer der Besenstiel. Aber wirklich alles ist eklig. Der Schuh war eklig, wo wir den Schnürsenkel her haben. Die Dartpfeile. Weil er erwähnt hatte, dass das metallene Zahnstocher sind oder so, wenn keiner hinguckt. Das ist so geil. Ach Mensch, herrlich. It looks a bit used, but it looks like it'll still stick. Es klebt noch. Stick. Stick, wie Stock vielleicht. Kombinieren wir mal den Pflaster. Those two things don't work together. Nein. That can't be combined. Nein. Pflaster mit Stock. That doesn't Nein. Help. That doesn't need packing. Okay, alles klar. Und offensichtlich kriegt man hier nichts geschenkt. Man muss sich noch anstrengen, wie in klassischen Click-and-Point-Adventuren. Oder ist es Point-and-Click? Ich habe mich bei Stay und bei Unforeseen Incidents habe ich mich immer geirrt gehabt, aber ich weiß leider nicht mehr, wie rum es richtig war. Point-and-Click oder Click-and-Point? Aber man kann doch beides sagen. Jeder weiß doch, was gemeint ist. Hoffe ich doch mal zumindest. Somebody left some change. Das ist doch super, nimm die Kohle, Mann. Oh, Wechselgeld, dann holen wir uns Kondome. Noch mehr klebriges Zeug. Alter Münzomat. Ausgabeschacht. Property of the East India Vending Machine Company. Built 1732. It looks like Lefty optimized it a bit. Ach, das sind auch Spielzeuge. Das sind nicht nur Kondome, sondern auch, da sind Spielzeuge drin. Aber wer kauft sich sowas? So eine Tracker-Mumu, sage ich jetzt mal. Ganz YouTube-Algorithmus-konform. Viertel-Dollar-Münze. Ja, schmeiß mal rein. It says here, of a pretty bauble now besought. Slip a gold doubloon in the slot. I think it's safe to say the machine doesn't accept dollars. Dann müssen wir Geld wechseln gehen. Auf jeden Fall. Ich dachte, das Boot könnten wir hier vielleicht noch nehmen. Das Papierboot. Aber Toilettenpapier können wir gut gebrauchen. Boah, die Toilette. Das Ding hier, das Toilettenhaus, das erinnert mich irgendwie an alte Disco-Erlebnisse auf jeden Fall. Das erinnert mich an alte Club-Erlebnisse. Disco hört sich so 80er-Jahre-mäßig an. Aber hey, wir befinden uns ja hier quasi in einem modernisierten Retro-Point-and-Click-Adventure. Da kann man auch mal eine Disco erwähnen. Three pieces of toilet paper. Vielleicht können wir uns mehr als eine Rolle mitnehmen. One roll will do. Oh Gott, das hat mich, das Spiel. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, dann können wir hier erstmal weiter nichts machen. Vielleicht irre ich mich ja auch. Ich gucke mir mal das Toilettenpapier ein bisschen genauer an. Many ways. Looks like it's been used before, too. Sieht sehr danach aus. Sehr danach. Wir können nicht irgendwie die Münze größer machen mit dem Kaugummi. Ich weiß, ich fange jetzt schon an, sehr verzweifelt Dinge zu kombinieren. Und das wird noch besser, ich verspreche es euch jetzt schon. Okay, also wir müssen das Rätsel hier erst zu Ende bringen. Und hier trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Vielleicht mit Toilettenpapier. I could use that to remove the slime, but my hands would come closer to it than I'd like. That doesn't help. So, was müssen wir kombinieren? Das Toilettenpapier mit dem Stock? Nice. I did that without an engineering degree. Ja, sicherlich. Sicherlich, Larry. I did that without an engineering degree. Okay. Very carefully now. There's one of those glowing boxes in there. Achso, das müssen wir erstmal rausnehmen. Alles klar, alles klar. Leuchtendes Rechteck. Some kind of glowing box. Ist da ein Loch in der Wand? Tatsächlich, da hinten. Da fehlt ein Stück Mauer. Können wir einfach rausgucken. Motion alert! Motion alert! Cortana! Face! Not recognized! Fingerprint! Not recognized! Smell! Not recognized! Identification required! Es ist natürlich Siri. Mein Name ist Larry. Larry Leffer. Wie läuft's denn so, Süße? Hallo? Test?
Test, Test. Hello? Test, test. Voice, not recognized. Room, not recognized. Location, not recognized. Explain, explain. ich hab den Schmodder weggemacht, sei mal dankbar. Bist du ein Djinn? Wo soll ich rubbeln? Bist du ein Sexroboter? Wo soll ich... Das gibt's nicht. Ey, das gibt's nicht. Wie gut ist denn das Spiel, bitte, Leute? Wie gut ist denn das Spiel? I cleaned off all the crud. A little gratitude would be in order? Assistance confirmed. Launching security protocol. Return me to headquarters immediately. Violation will be prosecuted. Okay, was bist du überhaupt für ein Ding? Warum kannst du so gut sprechen? Rede, sonst stecke ich dich wieder in den Schmodder. Wir bedrohen sie. Talk, or I'll throw you back in the crud. Skin contact with that substance is not recommended. Okay, that sounds reasonable. Okay, was bist du überhaupt für ein Ding? Okay, what kind of thing are you anyway? This information is only available to authorized personnel. You are not authorized personnel. Noch nicht. Wart mal nur ab. Ich bin vielleicht nicht motorisiert, aber autorisiert. Und sag ruhig du. Ich habe meine Autorisierung in der anderen Hose und sag ruhig du. I left my authorization in my other pants. And there's no need to be so formal. Name and employee number? Larry Laffer. Number... Larry Laffer? Oh mein Gott, 69? 3? Ich bin ein Mensch und keine Nummer. 69? 69? Assistance confirmed. Return to headquarters immediately. Huh? Headquarters? Prune Incorporated. Prune? Just what's that supposed to be? Prune Incorporated is a hardware and software company known for its revolutionary Pi phone. That's me. And a wide range of apps such as Timber. Es ist definitiv Siri. Und das ist das iPhone-Äquivalent. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Not possible. Please specify current location. Der beste Pub der Stadt. Du kommst ins Klo. Verrate ich nicht. Du kommst ins Klo. It's the toilet for you. Security alert. Initiating self-destruct. 5. 4, 3. Easy, jeez. You're touchy. That was a joke. Self-destruct suspended. Please indicate current location. No. No. 2. Lefties. Self-destruct suspended. Lefties located. An Unta has been ordered. Unta what? Your Unta vehicle will be outside in 24 seconds. Ein Please Unta. Get in the vehicle. Okay. Oh, wie geil. Now. Ein Unter. Ein Unterfahrer wird. Mega. Leute, einfach nur mega. Dieses Spiel hat es innerhalb von 23 Minuten geschafft, mir noch ein viel, viel breiteres Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und ich freue mich auf Sie, auf dich, auf euch in der nächsten Folge mit Larry Laffer. Das war's für heute. Wiederschauen und reingehen. Und der Leo, bis dann. Ciao.